Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Metal Gear Rising. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben, haben Blade Wolf besiegt und ja, ich habe eine ziemlich lange Menge daran verbracht, zu lernen, wie das Battlesystem nochmal funktioniert hat. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich denke, wir haben genug Nanopasteten, um später nochmal das Game fertigstellen zu können. Oh Mann, ich habe so viel unnötig verballert, das ist unglaublich. Ich glaube 3-4 Stück oder so und das ist echt eine Menge. Warte mal, ach so. Ja, ich wollte gerade schon sagen, wir können das auch heimlich machen, aber... Ah! Okay. Die werden sich da die ganze Zeit hinter verstecken. Warte mal, wir können hier auch einmal kontern üben. Yes! Sehr schön. Ein Clean Cut. Wie jetzt? Der greift mich einfach so an. Whoops. Whoops, whoops, whoops. Komm, nochmal. Nochmal. Willst du nicht mehr? Boom, Baby. Nein! Ich hab's verfehlt. Schlimm. Gut, technisch gesehen müssen wir denen ja die linke Hand, war das glaube ich, abschneiden, um noch diese Zusatz-Battle-Informationen zu bekommen. Aber ich denke, die sind gar nicht so nötig. Also ich kam letztes Mal auch komplett ohne klar. So. Das ist so dumm gewesen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich hier ein paar Mal dran verreckt bin. Ohne Grund. Aber, ah! Komm schon! Hochrennen! So, wir dürfen natürlich nicht unnötig sterben. Wow! Aber ich hab's geschafft über die Brücke. Oder war das überhaupt hier, wo ich öfters direkt bin? Ich weiß es selber nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt eine Kampfszene irgendwo kommt. Hops! Komm schon! Ist hier sonst nichts mehr? Autsch. Ich wollte gerade nur testen, ob hier noch irgendwo Items sind. Da. Habe ich doch noch was gefunden. Das wird sich natürlich sehr, sehr lohnen, eine Zielsuchrakete. So, dann können wir eigentlich schon Zielsuchrakete kurz auswählen. So, und hier war hinten noch irgendwas. Ja, da vorne. Noch mehr davon. So, wo ist der Heli? Da vorne. Okay, wir warten kurz. Sehr schön. Ich finde das halt so retarded, dass man gegen einen fucking Heli so kämpfen muss. Im Nahkampf einfach. Aber okay. Wenn die Entwickler werden sich dabei was gedacht haben. Ups. LT halten. Okay. Tja, das war's dann wohl mit deinen Rotorblättern, oder? Also, ich denke nicht, dass du noch irgendwo rumfliegen wirst. Holy shit. Ja, das war's dann mal. So, wir werden natürlich wieder keinen super guten Rang. Oh, A-Rang? Was? Für nichts? Ich habe sogar Schaden bekommen. So. Gehen Sie zum angezeigten Wegpunkt. Ja, mach ich doch gerne. Ach ja, hier sind ja solche richtig dummen Viecher. Okay. Wir wollen natürlich nicht auffliegen instant. Das heißt, wir versuchen hier durchs Haus zu gehen. Es hat nicht offen. Ah! Ich kann gerade nicht sagen, ob die zu mir schauen oder nicht, aber hops. Wir versuchen hier mal hochzugehen, ganz langsam. Oh oh. Wir müssen jetzt ganze 70 Sekunden warten. Das ist übel viel. Also, was heißt 70 Sekunden? Aber halt oben rechts diesen Timer, weil das sind keine ganzen 70 Sekunden gewesen. So. Achtung, ist raus. So, mein Ziel ist es ja, auf dem drauf zu springen.
und den dann oben zu töten. Bam! War zwar der falsche, auf den ich gerade springen wollte, aber ist okay. Ach, ich habe kein Sandatsu mehr. So hieß, glaube ich, der Modus. So. Das war's dann mit dir. Tut mir leid. Ich kann es aber nicht ausstehen, wenn ihr da in der Luft rumfliegen seid und ich nicht. Ah, ich habe sogar eine Hand bekommen, glaube ich. Oder doch, ich glaube schon. So, irgendwo war noch einer. Hey. Wir könnten sogar den jetzt die Hand abschneiden. Ups, ups. Das ist ja mega schwierig mit dem Controller. Mit der Tastatur und Maus geht das total klar. Da kann man mit der Maus eigentlich relativ gut und gezielt was machen. Aber holy shit. Ah, unser Typ ist leider gestorben. Ja, ist nicht weiter schlimm. Ist nur einer von vielen, die im Krieg hier sterben müssen. Da macht es jetzt auch keinen Unterschied, sage ich mal. Das klingt gerade saudumm und nachteilhaft, als hätte ich gar kein Gefühl für diese Person gehabt, aber naja, im Krieg werden halt dreckige Mittel benutzt und wenn man zu sentimental wird, bringt das einem ja nichts mehr. Dann hat man eigentlich schon verloren. Some kind of electronic lock on the gate. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Perhaps you could find a cyborg with access and borrow it? You see any cyborgs around here, Doc? Why not double back? Check the vehicle route again. You know, back at the entrance to the old city. Who knows? Maybe you can hitch a ride. Most likely platoon commanders carry correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit. So. Wir müssen jetzt erstmal zurücklaufen, um herauszufinden, also ich denke, ihr habt alles gehört, um herauszufinden, wo halt ein Typ ist mit einer besonderen Hand. Hey, als ob der nicht stirbt. Ach, dann machen wir es so. Dankeschön. Dankeschön. Und wir werden uns da vorne bei denen nochmal normal bedanken. Der greift mich einfach so an, ich fass es nicht. Das wäre eigentlich schön gewesen, wenn wir den mit dem Move halt irgendwie überrascht hätten. So, da haben wir einen mit den ID-Daten. Das Problem ist, wir müssen jetzt irgendwie die Hand abschneiden. Kann ich den eigentlich auch von hinten umbringen und den dann die Hand bekommen? So. Jetzt habe ich sowohl die ID-Daten als auch seine Hand. Nicht die, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Sowohl den das Rückgrat als auch seine Hand. So. Einmal die Daten. Die sind ja alle in seiner Hand gespeichert gewesen. Deswegen. So. Wissen die, dass ich da bin? Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn ich hier irgendwo hochklettern könnte. Kann ich aber leider nicht. So. Ich kann einen Baum zerschneiden. Ach, kommt schon, Jungs. Könnt nicht bis hierhin. Versteck mich aber weiter hinter dem Baum. Hä? Die haben mich entdeckt, egal. Ja, wir haben es tatsächlich noch bekommen. Aha, sehr schön. Und du, Fettklops. Autsch. Das war ein bisschen zu viel gespammt. Oh, wie läuft sich denn ohne Hand, hä? Ach, du hast keine Hände mehr. Ja, dann schöne Grüße. Ich kann dich nämlich jetzt einfach da verrecken lassen. So, sehr schön. Und der andere wird jetzt nicht mehr viel machen können. Ne? Was möchtest du denn noch machen? Ich feier das, wie der versucht, mir hinterher zu rennen. Warte, ein Bein können wir denn auch noch abschneiden? Ja, sehr schön. Oh Mann. Der Arme.
läuft einfach hier komplett ohne Körperteile herum und ich spiele einfach mit ihm. Sehr, sehr frech von mir, aber sehr geil. So, gehen Sie zu einem angezeigten Wegpunkt, machen wir ja schon wieder. Hier ist ja noch was Schönes. Hey. Tada. Oh, schon wieder eine Nanopastete. Davon haben wir ja nicht schon 5000 Stück. So. Hier natürlich nochmal so ein Datensegmentteil. Können wir abgeben. So, 03 bekommen wir. Das heißt, wir haben 02 schon verpasst. Aber wir können hier hoch. Haha. Beautiful. Und dann hier wieder runterjumpen. Ja, geil. Das will ich nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber nee, anscheinend nicht. Ach Gottchen. Tada, eine Granate. Die nutze ich tatsächlich gar nicht so oft. Damit könnte man eigentlich öfters was anstellen. So. Holochip. Das Dumme ist einfach, bei jeder Aktion fängt einfach mein Controller an zu vibrieren. Vorhin hatte sich ja in einer Cutscene, ich weiß gar nicht, ob das in der letzten Folge war, zweimal gegen den Kopf getippt. Und da hat es auch vibriert. Mega weird. That woman. Yeah, I just dodged a bullet. All right, I'm heading for the refinery. So, phew. Okay, hier haben wir eigentlich nichts Besonderes, außer dass wir die Truhen hier aufschneiden können. Und da vorne ist jemand mit wichtigen Informationen in seinem Arm. Könnten wir eigentlich auch wieder rausschneiden. Aber Vorsicht, Vorsicht. Wir warten, wir gedulden uns. Ups, wir müssen ausweichen. Yo, yo, wie er einfach hier hochjumpt, als wäre es nichts. Okay, wir warten kurz. So, wir haben sogar seinen Arm zerschnitten. Ich hoffe nicht zu viel. Naja, ich glaube, wir haben zu viel zerschnitten. Hä, wo ist der andere? Sag mir nicht, der war rein zufällig auch genau in dem... Wow, in dem Schnitt drin. Deswegen ist er mitgestorben. Gut, dann versuchen wir hier hochzukommen irgendwie. Gibt bestimmt einen Weg. Also wir könnten hier drüber hoch. Oh, hier ist sogar was. Haha. Rein zufällig reingejumpt und trotzdem was davon bekommen. So, wir könnten hier ja. Oh. Und mein Leben RPG-Dude töten. So. Wir nehmen immer dieses Teil, keine Ahnung. Irgendwie habe ich jedes Mal das Verlangen, das Teil zu nehmen. Jo, der jumpt einfach wieder runter. Hä? Was hätte ich da denn machen sollen? Yo! Ist das asozial? Ja, und da fällt er runter! Lieber Typ, ey. So, Moku. Okay, der schneidet zweimal. Ja, sehr schön. Autsch. Technisch gesehen könnten wir den jetzt die Beine zerschneiden. Haha. Tipp. So. Beine zerschnitten, aber schießen kann er trotzdem nicht, so wie unser anderer Typ, der einfach keine Arme mehr hatte.
So, hier vorne ist natürlich wieder irgendein Müll. Warte mal, wir gehen kurz in den Modus rein. Och man, immer wenn ich in den Ninja-Lauf-Modus gehe, ist das auch alles wieder raus. So, hier war irgendwas, oder? Okay, da sind auf jeden Fall noch zwei Einheiten. Und hier oben ist irgendwas, richtig. Bäh, komm doch da drauf. Okay, möchte er nicht. Was bedeutet das dann? Ach, da. Ah, okay. So. Eine besondere Truhe. Okay. Ich wollte gerade schon sagen. So. Dann denke ich mal, dass wir nur noch hier hinten hin müssen. Ah, da haben wir auch schon die Panzerfaust. Ups, das sah. Dankeschön. Und hier eine Kiste. Ja, jetzt habe ich die Kiste aufgemacht, aber... Ah! Okay. Okay, ich dachte, es wäre technisch klug. Autsch. Was ganz anderes zu machen, aber... Autsch! Jo, wie oft wollen die denn noch schlagen? So, dankeschön. Ach, der hält mich fest? Okay, das kann ich nicht blocken. Und jetzt bin ich in Stunlock und kann gar nichts machen. So, tut mir leid, Jungs, aber ich brauche das ganze Zeug hier. So. Yo! Das war ein langer Combo. Wie der mich einfach fertig macht. So. Ohne die andere Hand kannst du auch nicht mehr viel machen. So, noch eine Hand weniger, wie beim letzten Mal. Ja, guck mal. Hast doch keine Beine mehr, oder? Nein! So, dankeschön. Oh Mann, ging der mir auf die Nerven. Da blockt man einfach mal vernünftig und dann klappt es trotzdem nicht. So, hier vorne war doch irgendwas. Nur das ist wahrscheinlich einfach schon wieder verschwunden, weil ich zu lange gebraucht habe. Jo. Sehr schön. Da hinten haben wir noch was. Genau. Eine Panzerbüchse. Hell yeah. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Wir greifen alles an. Wir greifen alles an, was wir können. Up above you. So. Ah! Und dann hinrennen und so viel Schaden wie möglich machen. Hallo? Jo, der kann einfach nicht auf dem Boden landen. Deswegen konnte ich ihn gerade nicht weiter angreifen, wie dumm das einfach ist. So, Nummer 1 zerstört. Nummer 2 wird dann kein größeres Problem mehr werden. Wie einfach man in der Luft ein Helikopter kombonieren kann. Ich finde das so weird. So, komm mal her, genau, einfach, lol. Einfach ein bisschen tiefer fliegen, dann bin ich schon zufrieden. So, das war's. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns, glaube ich, mal in der nächsten Folge wieder. Da wir letzte Folge überzogen haben, würde ich die einfach eine Minute kürzer machen. Und ja, haut raus und bis demnächst. Ciao.